Ganz kurz zu mir. Ich habe mal Mechaniker gelernt, dann an der Fachhochschule Elektroingenieur. Ich bin Amateurfunker, Militärfunker und aus Lust am Abenteuer und aus Neugier bin ich mal Botschaftsfunker gewesen. Also von dort her ist mir die ganze Thematik bekannt. Zuerst gerade mal, was ist Chiffrieren? Beim Chiffrieren wird ein Klartext, ein geheimer Klartext, so verändert, dass daraus ein unlesbarer Text wird. Also Text einfach, das ist eine Folge von Buchstaben. Sehen Sie darauf. Fünfergruppe, es können andere Gruppen sein, es kann irgendetwas sein. Einfach, es ist versteckt, was genau drin ist. Nur wer das geheime Verfahren kennt, ist auch in der Lage, aus dem Code, dem Chiffrat, wieder den Klartext herzurichten. Man nennt das Ganze Chiffrieren oder Codieren oder Verschlüsseln. Es ist alles zusammen das Gleiche. Also Mathematiker, die reden gerne von einem Code, ASCII-Code, Morse-Code, Fernschreiben-Code, es ist eigentlich ein Code. Und das andere sind dann Spezialitäten, die zum Teil auch von bestimmten Stellen verwendet werden. Oder unterschiedlich. Aber es ist alles zusammen das Gleiche. Also dürfen Sie sich da nicht verrückt machen, wenn Sie aber verschiedene Sachen hören. Warum wird überhaupt chiffriert? Das macht man immer dann, wenn man eine geheime Meldung muss auf einem unsicheren Kanal übermitteln. Und unsicher heisst, er kann entweder abgehört werden, eingesehen werden bei der Post oder der Kurier kann ihn verraten. Das ist ein Grund, um überhaupt zum Chiffrieren. Chiffrieren ist schon seit der Antike bekannt. Also es hat verschiedene Verfahren gegeben. Wir wollen nur eins anschauen, wo angeblich schon der Cäsar eingeführt hat, den Untertitel auch von Cäsar zur Enigma. Was er gemacht hat, der Cäsar, also der Cäsar soll Folgendes gemacht haben. Er hat den geheimen Klartext in ein öffentliches Chiffrat verwandelt, indem er zwei Reihen an Buchstaben übereinander gesetzt hat. A bis Z ist der Geheimtext gewesen, in Rot, und D bis C ist der Chiffrat gewesen. Und die sind mit gegeneinander versetzt gewesen. Da geht es um drei Positionen. Drei Positionen sind versetzt. Und was er gemacht hat, war eigentlich ein Klartextbuchstaben substituieren, ersetzen durch einen Geheimtextbuchstaben. Man kann das auch machen mit einer Scheibe. Das ist ein bisschen einfacher, dann kann man nämlich einstellen, wie viel Platz sie sind. Also es geht mit der Scheibe noch oft antreffen. Das Ganze
hat sich über eine lange Zeit durchgezogen, etwa 1500 Jahre bis ins Jahr 1500, ganz grob. Also hängen Sie mich da nicht auf mit einem Jahr. Dann hat man geahnt oder gar gewusst, dass man das hätte brechen können, knacken. Man hat das anhand von der Statistik gemacht, wenn man einen deutschsprachigen Text untersuchen, wie gross ist die Häufigkeit der einzelnen Buchstaben. Dann wird man das so feststellen, dass das E gewaltig am grössten ist. Dann kommt das N, das ist auch nicht da. Aber wenn man jetzt das macht und man hat die Scheibe, die Ordnung vom Cäsar, wenn man dann das E herausgefunden hat, dann ist das Ganze gelöst. Weil dann haben alle zusammen den gleichen Abstand. Das ist auch wieder eine alphabetische Reihenfolge. Das Ganze nennt man eine monoalphabetische Substitution, weil der Zusammenhang zwischen dem Buchstaben, der grünen, die wir gesehen haben, und der roten, das nennt man das Alphabet. Monoalphabetisch heisst einfach, man hat das ganze Telegramm mit dem gleichen Alphabet gemacht. Also während dem ganzen Spiel hat man die Regeln nicht geändert. Man hat das wieder können ändern, wenn man dann ein neues Telegramm gehabt hat, aber ein Telegramm ist immer gleich gemacht worden, monoalphabetisch, darum hat das auch funktioniert. In dieser Zeit ungefähr um 1500 herum hat dann ein Herr Visionär die polyalphabetische Substitution erfunden. Polyalphabetisch heisst, man hat mehrere Alphabete im Rennen, nicht nur eins. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter geworden. Wir sehen hier, wir brauchen jetzt drei Anordnungen. Rot, wenn das fast weiß oder hellblau, dann kommt grün. Oben hat man den geheimen Text hier geschrieben, dann in der Mitte ein Schlüssel, der besteht aus dem Wort Rose und das wird einfach wieder periodisch aufgedreht bis am Schluss. Und dann unten das Chiffrat. Und wie man das gemacht hat, ist klar gewesen, man hat die Scheibe, man hat es mit der Scheibe gemacht, man hat die Scheibe eingestellt auf ein R, auf eine Rose. Und dann ist A zu einem R geworden. Dann hat man das N mit der Einstellung O chiffriert, hat das B überkommen. Und dann nach 4 hat es wieder angefangen, ist wieder gleich gewesen. Aber man hat da mit dem polyalphabetischen Substitution geschafft und die hat man nicht mehr können brechen, weil das ist nicht mehr gegangen mit der Statistik. Aber es ist gelungen, etwa 1850 umeinander, auch die polyalphabetische Substitution zu brechen. Man hat das können machen, weil man herausgefunden hat, wie lang das ein Schlüsselwort ist. Es war nicht so trivial, es war auf der Sprache beruhend, also linguistisch. Und ein Erster, der das gemacht hat, ein Charles Babbage, der ist bei den Computerkreisen ist das ein berühmter Mann, der hat das herausgefunden. Der hat einen Algorithmus entwickelt, um die Länge vom Schlüsselwort herauszufinden. Er hat das nach einer zubladet da und gesagt, schon wieder etwas Neues erfunden. Etwa 10 Jahre später ist ein deutscher Infanterieoffizier auf die gleiche Idee gekommen. Er hat das entsprechend publiziert und darum heisst das die polyalphabetische Substitution, das polyalphabetische Sprechen nach Kaczynski. Er gilt als Erfinder. Nach dem Motto, wer spät kommt, dann bestraft das Leben. Die polyalphabetische Substitution hat lange Zeit als sicher gegolten.
Aber eben dem ist sie gebrochen worden. Jetzt zu etwas von neuerem Datum. Das Militär. Die haben vermutlich anfänglich gar nicht gross müssen chiffrieren. Für was auch? Man hatte den Feldherrenhügel und von dort aus hat man nachher noch akustische oder optische Signale gegeben. Dann hat man noch da Meldeläufer gehabt, aber chiffriert hat man nicht können. Man hat dann nicht müssen im Grunde genommen. Es sind keine geheimen Texte gewesen. Das hat sich geändert, etwa so 1910 umeinander. Da ist die Schweizer Armee, ist der Funk erfunden worden. Und dann hat sich natürlich das Ganze hat sich dann geändert, auch der Militärführung, viel grössere Räume. Man wird dort bereits Fahrzeuge haben, also mit Motoren angetrieben worden sind. Das Ganze hat sich ausgedehnt und dann ist einfach der Funk ist entscheidend gewesen und das hat müssen chiffriert werden. Aber dann ist ein Herr Schilber-Wernam gekommen und der hat postuliert. Die polyalphabetische Substitution, die kann man sicher machen, aber man muss Folgendes machen. Das Schlüsselwort darf keine Wiederholungen haben. Also Rose, Rose, Rose geht nicht. Es darf keine Wiederholungen haben. Es muss ein Zeichen voll sein von echtem Zufall. Und die Folge darf nur einmal verwendet werden. Nicht mehrmals, einmal, fertig, Schluss. Und dann ist die Methode absolut sicher. Absolut sicher heisst, man kann es nicht brechen, auch heute nicht, auch in Zukunft nicht. Das ist eigentlich, dem liegt der Zufall zugrund. Wenn man einen Zufall liegt, kann zum Voraussagen, dann ist das sicher. Nein, der Klartext, das Schlüsselwort war eine Folge von Buchstaben. Einfach und zwar zufällige Buchstaben. Alle sind gleich häufig vorgekommen. Also zufälligerweise. Aber auf eine grosse Menge hat man können sagen, man sieht keine Auffälligkeiten. Es kann wiederholen, es ist einfach Zufall. Man kann nicht sagen, wenn man 1000 gehabt hat, man kann nicht sagen, wie das nächste aussehen. Das ist Zufall. Also, oder länger, einfach dort schneidet man ab. Man tut zuerst einmal den Klartext auffüllen und nachher nimmt man von dem Schlüssel, vielleicht ist der auf einer gummierten Folie drauf oder einen Streifen, man kann den abkämen. Oder einfach bis dann, wenn es darf länger sein, spielt keine Rolle. Aber was nicht geht, das ist einfach, wenn man dann sagt, ja, jetzt fangen wir vorne an. Die ganze Sache ist natürlich recht kompliziert, aber sie ist angewendet worden. Man sieht da, wie man es machen konnte, das ist von einer Botschaft, politisches Departement, das sind einzelne Blätter. Da sieht man Blatt 52 und die sind zusammengemacht und versiegelt mit einem Siegelband und da drinnen hat es nummerierte Blätter gehabt. Die Blätter können so aussehen, die mittlere Ziele, also das zufällige Schlüssel, der ist bereits drin gestanden. Einfach bis voll war und dann ist es auf den nächsten weitergegangen. Und dann hat man es genau gleich gemacht wie vorher. Man hat oben den Klartext eingefüllt, dann mit der Scheibe das umgesetzt und hat nachher den Geheimtext bekommen. Ein gewaltiger Aufwand natürlich, aber man hat es gemacht und man macht es heute noch so. Und zwar einfach dann in Notfall. Aber man hat die Möglichkeit, auf der Botschaften ist so ein Block. Es sind zwei Blöcke, einer für die Seite und der andere für die andere Seite. Und auf der, im nicht politischen Aussendepartement ist gleich wieder vorhanden. Für jede Station, oder? Es dürfen nur zwei vorhanden sein. Nicht nur eins für das Archiv und eins für den Chef und eins für weiss ich nicht wer. Das geht nicht.
zwei müssen sein. So, jetzt nach dem Ersten Weltkrieg ist der Wunsch aufgekommen, man muss können effizienter arbeiten. Das ist einfach zu anders, ist langweilig, das geht nicht. Das, so kann man nicht arbeiten. Und dann hat sich ein Deutscher, Arthur Scherbius, der eine Sache angenommen. Er hat gesagt, ich will eine Maschine bauen. Da kann man drucken und nachher wird angegeben, was ist. Und zwar, er hat gesagt, ja, es muss natürlich schon, also das mit dem Zufall, das kann man nicht ohne weiteres machen. Es darf auch Pseudo-Zufall sein, machen wir es so. Seine Idee war die, er hat drei Scheiben genommen, 1, 2, 3. Die kann man den inneren Kreis kann man drehen und jetzt hat er so chiffrieren. Wir werden dann mal verfolgen, was jetzt da passiert. Wir kommen von einem K und wollen das chiffrieren. Bei der Scheibe 1 stellt man das K ein, also markiert man das K und kommt nachher ein R über. Das R nehmen wir weiter in die Scheibe 2 und kommt daraus ein W über. Das W gibt der Scheibe 3 ein H. Also das K wird zu H umgesetzt und jetzt wird die Scheibe 1 um eine Position weitergestellt. Oder je nachdem, also es kann sein, dass dann etwas vorgesehen ist, aber auf jeden Fall, die wird bewegt, polyalphabetisch. Und so kann man das Ganze machen. Dechiffrieren geht genau gleich. Oder also der das muss dechiffrieren, der nimmt das H, geht es oben einstellen, auf der inneren Scheibe kommt das W über, auf der inneren Scheibe das W gibt R, und das R auf der inneren Scheibe gibt es K, ist dann ein dechiffriert. Jetzt hat der Scherbius sich überlegt, wie kann er das machen. Er hat mit, nicht mehr mit Kartonscheiben geschafft, sondern mit Scheiben aus Kunststoff und aussen dran ans Aluminium. Es kribbelt ist, man muss die können verstellen. Das hat man nicht können machen. Auf der einen Seite. Da links haben sie federnde Kontakt, auf der rechten Seite feste Kontakt. Und die hat man jetzt 3 Stück auf eine Walze gesetzt. Die Kontakte haben nachher miteinander Berührung gehabt. Und dann hat man, hat man das können machen. Er hat etwas aufgebaut. Auf der rechten Seite hat er Taster hatte, 26, ich habe da nur 3 4 aufgezeichnet, dass es übersichtlicher wird. Und dann sind die 3 Scheiben, die haben miteinander Kontakt gehabt, den Kontakt anstellen. Und auf der linken Seite hat es Lämpli gehabt. A bis D, in Wirklichkeit natürlich A bis Z. Jetzt, wenn man so eine Taste gedruckt hat, Taste D ist gedruckt worden, haben wir von der Batterie fließt jetzt Strom durch Rotor 1, 2 und 3 durch, durch das Lämpli A, Strom geht zurück zur Batterie und das heisst, das Lämpli A leuchtet. Jetzt, wie tut man dechiffrieren? Ja, wäre am einfachsten. Tasten andrücken und dann sollte ich eigentlich das Lämpli D leuchten, macht es aber nicht, das Lämpli C kommt. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Scherbius hat eine weitere, man kann nicht sagen Rotor eingeführt, sondern einen sogenannten Reflektor. Das war ähnlich gewesen wie die Rotoren, rund 26 Positionen, aber fest eingebaut in der Maschine. Das war nicht drehbar. Das hat jetzt zur Folge gehabt, dass wenn man das Lämpli D wieder gedruckt hat, haben wir schon gesehen gehabt,
kommt es oben, aber dort kommt es nicht auf ein Lämpchen, sondern es geht nachher im Reflektor geht's zurück und fließt wieder zurück durch die drei Rotoren durch. Und kommt zum A. Und das brennt jetzt. Machen wir schnell die Probe. Wenn man A drückt, dann geht es durch und das Lämpchen D wird leuchten. Das war eigentlich das, was man gebraucht hat. Mit der gleichen Maschine hat man chiffrieren und dechiffrieren. Im anderen Fall hätte es eine spezielle Dechiffriermaschine gebraucht. Da wären die Kontakte auf der linken Seite gewesen und die Lampen auf der rechten Seite. Aber das hat man natürlich nicht wollen, das war viel zu kompliziert gewesen. Das hätte nur Fehler gegeben. Die Maschine hat den Scherbius so aufgebaut, er hat sie Enigma genannt. Vorne sehen wir dort noch die Steckkontakte. Die vergessen wir jetzt einmal hier. Die haben einfach eine Vertauschung gemacht. Eine monoalphabetische Substitution. Das hat er keine Sicherheit gebracht. Das hat rein psychologisch nicht. Es ist noch sicherer geworden. Die einen haben das geglaubt. Aber sonst, man sieht die drei Walzen mit den Aluminiumscheiben rauskommen. Dann ganz vorne die Umschalter. Da kann man drücken und dann wird der Umschalter betätigt. Dazwischen sind die Lampen hinter einer Folie hin. Man sieht da, man hat G, H, H gedruckt und dann kommt das Z. Das ist einfach da so, es könnte auch irgendetwas sein. Aber man drückt die Taste und es wird angezeigt, was Chiffrat ist. Eigentlich genau das, was man will. Die Enigma, die ist im freien Handel gewesen, in den 20er, 30er Jahren, ist im freien Handel gewesen, eine ziemlich teure Sache, aber man hat die können kaufen. Man hat Interesse gehabt, sicher einmal das Militär, aber auch Diplomaten, aber auch Banken zum Beispiel, die mussten geheime Meldungen verschicken. Also das Interesse war da gewesen. In der Schweiz hat man auch wollen einsetzen im Militär die Enigma. Es hat hier schon diverse Modelle gegeben, mit drei oder mit vier Walzen und alles Mögliche. Die Schweiz hat das Modell gekauft, Enigma K. Vermutlich auch bestimmte Sachen haben sie vorgegeben und gesagt, wir wollen auf der obersten Ziele, wenn wir dort können Buchstaben, Zahlen 1 bis 0 haben. Und der ging Spass. Also die haben vorgestellt, was die Windbahn machen. Also ein Enigma K heisst auch Swiss Enigma und die ist meistens in der Schweiz verkauft worden. Also es mag noch sein, dass andere die auch genommen haben. Was sie noch hat, auf der rechten Seite, das sogenannte Zusatzlampenfeld. Das sehen wir jetzt dann gerade, was mit dem auf sich hat. Im 38 ungefähr, oder 38, hat die Schweiz nochmal zusätzliche Enigma kaufen. Sie haben eine Bestellung rausgegeben, ist nicht mehr ausgeführt worden. Dann kam ich, wir gehen kam ich. Also fertig, Schluss, kein Enigma mehr. Und seit die 250 Exemplare ungefähr gehabt haben, das hat ihnen nicht gewangen. Da war die grosse Frage, was machen wir jetzt? Entweder den Enigma kopieren, 1:1, das war ein Krieg, oder? Also ein Spezialfall. Oder ein Vorschlag von
von drei Soldaten, die hier im Militär waren, im Aktivdienst, auf dem Schiffrenbüro. Die waren da und haben die Daumen gedreht. Die haben gesagt, wir machen eine neue Maschine. NEMA, neue Maschine. Die hat jetzt 10 Walzen, nicht mehr 3 oder 4. Und vor allem der entscheidende Punkt ist der, die Walzen, 5 von diesen Walzen chiffrieren, wie wir es gesehen haben. Die haben die Verdrahtungen da einbauen, mit dem Kontakt dran. Und die anderen 5, die steuern den Vorschub von der benachbarten Walze. Also jede Walze hat noch eine eigene Steuerwalze und die sagt dann, jawohl, bei diesem Taschendruck machen wir einen Vorschub oder nein, jetzt machen wir ihn kennen. Also es war viel komplexer als bei der Enigma. 640 Exemplare sind gebaut worden in Uster bei der Firma Zellweger. Davon sind etwa 100 Genau 100 sind für den diplomatischen Dienst reserviert worden, Botschaftsfunk. 220, glaube ich, für Schulungszwecke, Rekrutenschulen, Wiederholungskurs und 320 als Kriegsmobilmachungsmaschine. Die sind alle drei Typen sind gleich gemacht worden. Also in der Zellweger haben sie die gleiche gemacht. Was man gemacht hat, die einen haben die Walze gehabt, die anderen hatten die anderen Walzen gehabt. Bei der diplomatischen Maschine hat es noch eine spezielle Einstellung gehabt. Die hat man mit dem Schraubenzieher machen, also im Zeughaus. Also es sind alle Maschinen identisch. Da sehen wir jetzt das Zusatzlampenfeld, das kann man rausnehmen, weil zum Arbeiten braucht es zwei Personen. Die eine Person hat vielleicht ein Chiffrat vor sich mit einem Fünfergrüppli drauf, muss mit dem Finger nachfahren, dass sich ja nicht gut vertue. Mit der anderen Hand tut sie drücken und dann ist nebenzu jemand, der das aufschreibt. Oder es ist so gemacht worden. Also es braucht drei Personen, die das machen. Es ist zum Teil, also auch hat es drei Personen gebraucht bei den deutschen U-Booten, das weiß ich. Eine Person hat eingetippt, und zwar Chiffrat, und der Offizier hat nachher den Klartext aufgeschrieben. Zum Chiffrieren ist es umgekehrt gegangen. Der Offizier hat den Klartext an der Maschine gesessen und der Funker, der hat nachher ein Chiffrat aufgeschrieben. Das ist auch ein Grund gewesen, dass man überhaupt mit diesen Zusatzlampenfeld geschafft hat. Man hat das dann schön können wegtun, dass ja, der Funker nicht gesehen hat, was da der Klartext ist. Jetzt, was vielleicht auffällt, man hat da auf der Tastaturseite nur 26 Tasten, nämlich Buchstaben A bis Z. Was macht man dann mit den Zahlen? Mit den Interpunktionszeichen? Das geht nicht, man hat die nicht. Also man hat sich so beholfen. Der Punkt, der ist international, auch heute noch da. Stopp mit einem P, bevor man eine Reform gesehen hat. Stopp heisst Punkt. Andere Zeichen, Komma, Fragezeichen, der ganze Semmel, hat es nicht gegeben. Die hat man ausgeschrieben. Da ist dann zum Beispiel gestanden, Klammer auf, Absatz. Aber das war natürlich selten gewesen. Das waren Telegramme gewesen. Ein Telegramm ist knapp, prägnant und da braucht es das eigentlich nicht. Das ist ganz selten. Hingegen für
Zahlen hat es einen Trick gegeben. Das ist in der Schweiz, glaube ich, nur gemacht worden. Sie müssen es dann auf der Maschine genau anschauen, vorne am Stand. Dort hat es auf der oberen Reihe hat's neben den Buchstaben auch Zahlen. Und so wie man es eigentlich auch bei der Schreibmaschine hat. Ganz normal, oder? Man hat einfach zwei Ebenen. Jetzt, wie hat man die Ebenen können umschalten? Man hat das mal so abgemacht, das ist eine reine Abmachung. Man hat gesagt, wenn im im Chiffrat, nach dem, oder respektive im Klartext, nach dem Dechiffrieren, ein Y kommt, dann nehmen wir die andere Ebene rein. Dann lassen wir nicht mehr, wenn dort zum Beispiel ein W kommt, dann sagen wir, das ist nicht ein W, das ist ein 2. Also es kommt ein W, also es kommt nichts anderes. Aber man tut das so interpretieren. Und wenn das fertig ist, ist man mit Y, ist man wieder zurück auf die Buchstabenebene. Aber das ist eine heikle Sache. Die Deutschen haben das im Krieg nie gebraucht. Die haben es ausgeschrieben. 109 war 109. Das war sicher. Es hat auch bestimmte Redundanz drin gehabt. Im anderen Fall hätte es durchaus können sein, dass dann die Artillerie das falsche Ort geschossen hat, die eigenen Leute. Ja. Also, jetzt der Reflektor, der hat noch eine entscheidende Rolle gespielt. Und zwar in dem Sinn, wir haben das gesehen gehabt, A wird zu D, D wird zu A. Aber ein A kann nie zu einem A werden, weil das ist aus dem Schema raus, sieht man das sofort, weil dann ist das Lämpchen hängt in der Luft. Also ein Buchstabe kann nie in sich selber überführt werden. Jetzt kann man sagen, ganz eine tolle Sache. Das ist doch wirklich super. Aber es war eben nicht super gewesen. Wegen dem hat der Zweite Weltkrieg einen anderen Verlauf genommen, als er genommen hat. Das entscheidende Ding war das, man konnte mit dem Wissen hat man können Maschinen angreifen. Ich wollte nicht sagen, brechen. Aber dort, das war der Angriffspunkt gewesen. Ich muss noch eine Folie haben, wie man es sieht. Dann kommt sie da. Jawohl. Was man jetzt gemacht hat, ist folgendes. Man hat das Chiffrat, das man abgelöst hat, hat man auf eine Zeile geschrieben. Einfach ein Bandwurm. Und da drin hat man eine bestimmte Wort oder Wortkombination vermutet, nämlich Wetterbericht vom. Das ist immer am Morgen, haben die den Wetterbericht durchgegeben, die Wetterschiff, ein relativ kurzes Telegramm, man hat gewusst, wo die sind, auf welcher Frequenz, man hat recht genau können sagen, das ist jetzt das Wetterschiff, die hat die Meldung abgesetzt und da kommt das Wetterbericht vom vor. Und jetzt haben wir schauen, dort, wo es untereinander den gleichen Buchstaben hat, dann kann es nicht sein. Aus dem einfachen Grund, der gleiche Buchstaben, das erste T, kann in ein T verwandelt werden. Es sind da nur drei Möglichkeiten, wo man sagen kann, da könnte jetzt tatsächlich, da könnte es sein. Und dort haben sie dann da im Bletchley Park haben sie dann ihre Maschinen angesetzt und angefangen zu probieren. Sie haben also nicht alles müssen probieren, sondern nur da, wo sie gewusst haben, da können wir überhaupt zu einem Erfolg kommen. Wie das genau gegangen ist, das weiss man heute nicht mehr. Also das war obergeheim gewesen. Das ist bereits Tatsache, dass die Engländer oder die Alliierten haben können nehmen, den Enigma brechen. Das ist sehr geheim gewesen. Ich habe mal mit einem Mann geredet,
etwa 10 Jahren, der ist auf einer Gartenreise, habe ich den getroffen. Dann hat meine Frau gehört, irgendwie da, der Herr sowieso hat bis gesagt, vom Zweiten Weltkrieg und U-Boot. Da habe ich den grossen Joren bekommen. Da habe ich ihn gefragt, wie war das? Also, hast du alles gelaufen? Und dann gesagt, ja, es war viel gewesen. Dann sind wir an einem Nachmittag, einmal, ich hatte ein kaputtes Knie gehabt, und er war auch nicht mehr gut zu weg gewesen, in der Gartenlaube gesessen. Ich habe Fragen vorbereitet und habe die ihm nachher gegeben. Er hat mir alles erzählt. Und ich habe dann müssen sagen, stimmt das? Ich habe gewusst, seinen Namen, das U-Boot, U sowieso, ich weiß nicht, 230 oder irgendetwas. Und dann bin ich daheim in das Internet, habe das gegeben und zack, kommt ein geheimer, geheimer Untersuchungsbericht über. Weil der hat zu einer Mannschaft gehört, die haben dort vor Gibraltar müssen aussteigen. Irgendwie ein Schiff ist nicht mehr fahrtüchtig oder tauchtüchtig gewesen. Und sind alle raus, sind in Kriegsgefangenschaft gekommen. Und das ganze Primorium. Aber auf jeden Fall sind die gefragt worden natürlich, wie ist das gewesen mit dem Funk, mit Chiffrieren, Chiffrierunterlagen. Das findet man in dem geheimen Bericht, findet man das nicht. Das Wort Enigma ist ein Tabu gewesen. Nicht einmal in einem geheimen Bericht, das war obergeheim gewesen. Also, ich bin noch schnell zum Botschaftsfunk gekommen. Botschaftsfunk hat NEMA eingesetzt, bis etwa ins Jahr 76. Ist nicht im Einsatz gestanden. Und zwar wirklich nicht einfach so gut aus, sondern dort sind die wichtigen Sachen durch, die man müssen verschlüsseln musste. Was offen war, ist offen gewesen. Aber wenn man es verschlüsselt hat, ist es mit der NEMA gemacht worden. Dort hat man zwei Verfahren gekannt. Das eine ist das, was man im Militär hat mit dem Tagesschlüssel. Ich werde jetzt da nicht drauf eingehen, können Sie mich super abfragen. Was man aber im Normalfall hatte, das waren so Blöckchen gewesen. Und die Blöcke, die hatten einzelne Zettel drin. Es hat auf jeder Botschaft zwei gebraucht. Einen Posten Bern und der andere Bern Posten. Man hat das nicht. Auf jeder Seite ist es gegangen. Und der andere Block auf die andere Seite. Dort ist auf der Vorderseite von diesen Zetteln eine Zahl gestanden, da ist jetzt 02. Wenn man das rausgerissen hat und gekehrt hat, hat man auch einen Schlüssel gefunden gehabt. Das sind die 10 Buchstaben, die niemand hat. Mit dem hat man geschafft. Da ist man nie in die Versuchung gekommen, dass man zweimal den gleichen Schlüssel hat. Das hat es einfach nicht gegeben. Das sind Walzerpositionen. Ja. Eben die Walzer haben aussen dran haben sie, 26 Buchstaben A bis Z und dann hat man die so müssen einstellen. Also zum Schlüssel hat man mehr gehört, die sogenannte der innere Schlüssel. Das war nach einer Reihenfolge von der Walzer. Das hat man nicht so, beim Botschaftsfunk hat man das viermal im Jahr, also alle 3 Monate hat man das geändert. Hingegen der Schlüssel ist selbstverständlich. Jedes Telegramm hat einen eigenen gehabt. Es hat nichts anderes gegeben. Trotzdem, obwohl eigentlich die NEMA als sicher gegolten hat, ich habe nie etwas davon gehört, sie sei gebrochen worden, hat man zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Telegram, die haben oben meistens irgendwie eine Floskel drin gehabt, ihre Anfrage vom, ihr Telegram vom, und unsere Antwort. Einfach, da hat es in einem Büchlein ist das gestanden, was man damals nehmen muss. Für bestimmte Abkürzungen, die oben gestanden sind im Telegram-Block, die hat man noch eine 215, das war 420 in dem Fall, hat man am Ende vom Telegramm angesetzt. Und wenn es fertig war, irgendwie sowieso Stopp, dann wären die Buchstaben, die Zahlen gekommen. Also das sind natürlich auch Buchstaben gewesen. Also die hat man also mitverschlüsselt, selbstverständlich.
Aber das hat noch nicht gelangt, was man immer noch gemacht hat. Er hat orthografische Fehler eingebaut. Wir sind da im Gel. Er hat Buchstabenverdreifachungen gemacht. Und zwar nicht irgendwo, sondern in wichtigen Worten, wo man gedacht hat, ihr könnt jetzt einen Gegner suchen. Also nicht irgendwie in Google. Und jetzt da hat man vielleicht gewusst, ein Bundesrat, Moritz Leuenberger, Herr Bundesrat, Moritz Leuenberger, Herr hat dazugehört, Bundesrat gewesen, das hat man nachher die Verdreifachungen gemacht, aber auch andere Sachen, 2, 3, also mit 3, wenn man gewusst hat, er nimmt einen anderen Flug, also man hat da ganz genau müssen wissen und was wir machen. Und all die Sachen, die gemacht worden sind, das war nicht vorgegeben. Der Funker hat gesagt, ich mache das und das. Also er hat müssen den ganzen Text irgendwo doch verstehen und etwas denken dabei. Was da gerade auffällt, das hat überhaupt kein Wort zwischen ihm drin. Hat man nicht gegeben. Das hat absolut tabu, das hat es nicht gegeben. Hat man auch nicht können erzeugen. Also da ist man davon ausgegangen, wer das dechiffrieren, der kann das. Also muss die Sprache einigermaßen können. Also es war der zweite, der häufig gemacht worden ist, so auf eine Linie, auf Fernschreiber, etwa 50 Zeichen hat man es 1 bis 2 Mal gemacht. Also hat man mehr von diesen Methoden gegeben. In einem Fall hat man Wörter einfügen von einer anderen Sprache, also in der Deutschsprache hat man es Italienisch oder Französisch gehabt, die sind vorgeschrieben gewesen. Gane oder irgendetwas. Oder. Und da hat man auch wissen, gut, also das ist das, das streiche ich jetzt einfach. Und das vierte, was man gehabt hat, man hat das ganze Telegramm zerhacken. Vielleicht in 4 Abschnitte. Die Abschnitte dann können gehen, wie sie wollen, durch das ganze Wort durch. Und nachher hat man, wenn es ein deutschsprachiger Text war, hat man vielleicht angefangen mit «due». Und dann hat man angefangen. Und dann plötzlich ist dann «quattro». Da hat man gewusst, das ist der vierte Teil und sich hat das müssen notieren. Und am Schluss hat man das ganze Telegramm wieder zweckschieben. Also die Karte, das ist der Anfang, das ist das zweite, das dritte und das vierte. Also das sind die 4 Massnahmen, die wir hatten, die offiziell gewesen sind. Und ja, natürlich, ja. Ja. Nein, das ist, wie gesagt, das ist nachher im Chiffrat, sieht man das nicht mehr. Das sieht man das nicht dort. Und ich mag mich nur erinnern, ich war mal in Bangladesch auf der Botschaft und dort ist ein Telegramm gekommen vom Schweizerischen Roten Kreuz. Nicht vom EKR gekommen, die hatten ein eigenes Netz gehabt. Haben aber auch nicht chiffrieren können. Und dann haben die das gebracht auf die Botschaft und gesagt, man müsse das chiffriert abschicken. Irgendeine Bestellung, ich weiß nicht, spektakuläres. Und es ist dann nicht viel gelaufen, da habe ich gedacht, oh, jetzt haben wir es mal wissen. All die 4 Massnahmen, also sicher mal mit dem Floskel am Anfang kommen dann als End, als Zahl, dann die Sachen, die wir da haben, dann Wort eingeführt und am Schluss noch das Telegramm verhackt. Man denkt, ja, jetzt haben wir mal schauen. Also wenn das schon mal chiffriert werden muss, man muss davon ausgehen, dass der Klartext, der ist irgendwo bekannt. Da habe ich damit gerechnet, dass am Tag darauf ein chiffriertes Diensttelegramm kommt, irgendwie nicht lesbar oder irgend so etwas. Nichts. Die haben das problemlos dechiffriert. Also ganz gute Leute gehabt dort in Bern. Die hätten wir also nicht können ins Boxhorn jagen. Und es ist überhaupt das Chiffrieren, man hat es zuverlässig machen. Und die Funker, die es hatten, das sind meistens und vielfach Schiffsfunker gewesen, ja, und die haben dann etwa mal 5 Grad sein lassen, aber nicht da, nicht beim Chiffrieren.
Und auch die Unterlagen, die haben müssen vernichtet werden, sobald man es nicht mehr gebraucht hat. Und dann war es noch beim Deschiffrieren, hat man immer ein rotes Papier in die Schreibmaschine eingespannt. Also Schreibmaschine heisst, man hat die, wo oder niemand angeschlossen war, hat es nur eine Person gebraucht und dann hat die Schreibmaschine hat gerade Chiffrat oder den Klartext ausgedruckt. Klartext selbstverständlich so, oder ohne Zwischenräume. Beim Chiffrat hat er voll Vergrüppelung gemacht selber. Aber beim Deschiffrieren hat man müssen wahnsinnig aufpassen. Man hat nicht dürfen, das Rote, das es gegeben hat, das hat nicht dürfen aus dem Funker raus. Das war immer im Tresor hinein. Bis man gesichert war, ist wohl alles in bester Ordnung und dann hat man es vernichtet. Das heisst, der Funker hat es persönlich verbrannt. Und auch da die Zettel, die wir gesehen haben, hat der Funker persönlich verbrannt. Entweder im Aschenbecher oder dann sind es auch mit den anderen Sachen weggekommen. Also dort hat man wirklich das zuverlässig müssen machen. Schon aus einem einfachen Grund, dass es einfach nicht Fehler gibt. Oder? Ich habe nie erlebt, dass dann irgendwie nicht dechiffrierbar war. Ausser mal hat der Funker für die Gegenstation im anderen Netz hat vergessen gehabt, dass er nach 3 Monaten den inneren Schlüssel ändern müsste. Und dann habe ich das, ich habe es gemacht gehabt vorhin, gesehen, es geht nicht. Und dachte, ja, ich war so schlau gewesen und hat den alten Schlüssel nach dem inneren Schlüssel behalten, den eingestellt und siehe da, ist gegangen. Und dann haben sie es mitteilen, aber auch ein bisschen verschlüsselt. Im Sinn von, ja, nicht im roten Ordner rein, seid ihr sowieso. Und dann, oh ja, nochmal, nein, ist alles gut. Also, aber sonst, eigentlich Fehler hat es nie gegeben. Danach vom Botschaftsfunk, was etwa war, der Verbindungsplan, das ist von 75, hat man schon zum Teil, dort wo steht HBD bei den Rufzeichen, dort hat man bereits, soviel ich weiß, ganz sicher bin ich nicht, mit Fernschreiben geschafft. Und dann ist das ein bisschen schneller gegangen, aber Verbindungsaufnahme, okay, man hat das, ja okay, also Verbindungsaufnahme immer noch gemacht über Morse. Ja, ich glaube, das ist etwa das, was ich versuche zu sagen. Nachher ist sie abgelöst worden durch da die CC850 von der Gretag. Ja, so viel zu dem. Hat jemand gerade eine brennende Frage? Und? Genau, es ist eine Involution, und zwar eine spezielle Involution. Ah, kann ich die haben. Also, dann eine Frage, hätte ich bei uns.